Sachsenliga. Der SC Freital trifft auf den FSV Neusalzer Spremberg. Und das vor einem Simpsons-Himmel. Wunderschön die Wolken dort. Es ist der 13. Spieltag in der Sachsenliga. Eine Nachholbegegnung. Ja, und das Schiedsrichterteam um Florian Thomas hat heute alles im Griff. So viel sei vorweggenommen. Die Gäste aus Neusalzer Spremberg nur mit zwei Spielern und einem Auswechseltorwart auf der Bank. Alles zusammengekehrt, was noch laufen konnte. Mit Spielern aus der zweiten und der A-Jugend auch. Trainer Carsten Hasler, ja erst seit der Winterpause am Start, hat keine leichte Aufgabe, macht's aber prima. Genauso wie der SC Freital zu Beginn der Begegnung. Rico Tänzer kommt hier gut an den Ball und dann der Abschluss. Viel zu ungenau, das zieht sich ja durch die komplette Saison. 22 Tore in 13 Spielen erst für den Tabellenführer, aber 9 Siege und 4 Unentschieden sprechen eine richtig gute Sprache. Dann einmal ein Angriff von Neusalzer Spremberg, Vincent Jama, auch nicht mit genug Zielwasser, aber was soll's. Dann ein super Spiel zu Kevin Schur mit der Flanke, Oliver Genausch mit dem Kopf, der beste Torschütze des Teams, 5 Treffer hat er schon. Hat dritte Liga für Zwickau gespielt und viele Spiele in der Regionalliga Nordost bestritten. Hier weiß er nicht ganz genau, wo das Tor steht. Aber die 75 Zuschauer kriegen genug geboten. Guckt mal in die Mitte. Lukas Buska gegen Philipp Weidauer. Silbertablett-Elfmeter nennt man sowas in der Schiedsrichtersprache. Er trifft nicht den Ball, er trifft nur den Gegner und schiebt ihn noch um. Eine klare Angelegenheit für Kapitän Marian Weinhold. 1:0, lange Zeit verletzt. Letzte Woche in Großenheim brach er sich die Nase. Oh, egal, ich mache mir ein bisschen Tape drauf und spiele weiter. Und hier ein prima geschossener Elfmeter. Torhüter Marc Röhricht war fast dran. Klasse Typ, der zweite Keeper von Neusalzer Spremberg. Und weiter geht's mit dem Duell Marian Weinhold gegen Marc Röhricht. Diesmal gewinnt Marc Röhricht. Geile Parade, geile volle Abnahme und geiler Schuss. Das ist doch Fußball, wie ihn SC Freital-Trainer Knut Michael gerne sieht. Auch wenn die Simpson-Wolken ihn vielleicht etwas blenden. Hinein ins Spiel, die Gäste mit dem besseren Start in Hälfte 2. Philipp Mühlmann mit dem Abschluss, doch Torhüter Christopher Hauswald sicher. Und dann alles im Fluss! Robin, Fluss! Was für eine Granate! Auch in der Wiederholung sehen wir, dass das Tor fast aus den Angeln fällt. Robin Fluss hat ja mal dritte Liga mit 17 gespielt für Dynamo. Geiler Typ und mit einer grandiosen Schusstechnik. Genauso wie hier Philipp Weidauer wieder seinen Meister in Marc Röhricht findet. Schön gespielt, klasse Abschluss, aber überall Marc Röhricht. Dann Marc Schulze mit dem ganz langen Einwurf. Und Erik Ranniger findet auch seinen Meister in Marc Röhricht. Und das war technisch einwandfrei, kurz hochgenommen und zack, unten ins Eck. Und unten ins Eck des Flusses muss dann Mannschaftsleiter Andreas Hannewald öfter tauchen. Der Neusalzer versucht immer wieder auf Zeit zu spielen. Und dann gibt's das Highlight der Partie, der Scorpion-Kick von Philipp Weidauer. Wie damals René Higita. Boah, wenn das Ding reingeht. Junger Vater, dann bist du beim Tor des Jahres. Aber auch so reicht es durch den Elfmetertreffer zum wichtigen Sieg für den SC Freital gegen den Neusalzer Spremberg. Was heißt schwerer getan? Ich denke, in Halbzeit 1 haben wir gut begonnen. Haben auch viele gute Spielzüge drin gehabt, wo wir schon eher eigentlich mal ein Tor machen können. Schon nach 3 Minuten die erste Aktion, dann spielen wir uns nochmal gut durch. Denk mal so nach 15, 20 Minuten. So, und dann, ja, bekommst du den Elfmeter grundsätzlich und gehst dann einzeln in Führung und willst dann nachwaschen, was du irgendwo ein Stück weit ja nicht machst. Ja, ich denke, wenn man das Spiel verfolgt, die 90 Minuten, hat man sicherlich im Vorfeld mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Zumal wir ja auch von der Mannschaft her, von den Spielern her, 2 A-Jugendliche, 2 von der zweiten Mannschaft dabei hatten. Und so wie sie sich heute verkauft haben, so stellt man sich eine Charaktermannschaft vor. Dass es dann hinterher dann nicht gereicht hat, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir wollen es auch jetzt nicht übertreiben. Das Ergebnis so geht schon in Ordnung. Ja, und dann ist es ein zähes Spiel grundsätzlich geworden, weil du halt einfach das zweite Tor nicht machst. Aber am Ende des Tages, wie sagt man so schön, im Fußball zählen die 3 Punkte und es steht 1:0 für uns heute hier. Und damit alles gut von unserer Seite.
alles gut auch in der Tabelle. Großenhain 4 Punkte hinter Freital. Ja, und die Gäste aus Neusalza-Spremberg, die müssen sich ein bisschen sputen und strecken, um die Klasse zu halten. Das wird ganz schwer. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als euch eine tolle Woche zu wünschen. Bleibt fröhlich, spielt Fußball und guckt Team Rabenfront.